Ah, Miss Valente, wie schön, Sie zum Auftakt des großen Postpokals begrüßen zu dürfen. Ist mir ein Vergnügen. Ich freue mich, das Potenzial meiner Luftschiffe zeigen zu können. Oh, und wir erst. Wir sind schon so gespannt. Sagen Sie es nicht den anderen, aber ich hoffe, Sie holen den Preis. Sehr nett von Ihnen. Apropos, gegen wen trete ich denn überhaupt an? Eine erlesene Auswahl an Gegnern, alle gründlich überprüft. Keine Störenfriede, absolut integer. Ah, dann waren das keine schwer bewaffneten Piraten, die ich in dieser Bucht voller Flugabwehrkanonen gesehen habe? Ah, ja, das, wir haben da ein kleines Piratenproblem. Aber sehen wir es doch positiv. So viele wunderbare Nachbarn und alle lieben sie. Briefmarken. Briefmarken? Briefmarken, ja. In letzter Minute konnten wir den Königlichen Philatelistenverein als Sponsor gewinnen. Deswegen müssen jetzt Briefmarken zugestellt werden. Das ist der seltsamste Wettbewerb, von dem ich je gehört habe. Ja, und damit herzlich willkommen zurück auf der Stratigator, eurem Anno 1800-Kanal, hier zum Anno 1800-Gameplay, zum Szenario Kurier der Lüfte, Sekunde, ich muss noch mal kurz nachgucken, wie das jetzt genau heißt. Der Kampf der Kuriere heißt es. So, und es geht uns darum, hier natürlich wieder zu versuchen, Gold zu holen. Und ich sehe gerade, uns läuft schon die Zeit davon, deshalb pausieren. Pausieren geht natürlich schlecht. Okay, denn dieses Szenario kriegen wir in Gold, nur wenn wir das in der angegebenen Zeit schaffen. Da stand jetzt 3 Stunden. Ich versuche nicht durchzuhetzen dauerhaft, sondern dann gehen wir lieber auf ein sehr unterhaltsames Silber-Gameplay als ein durchgehetztes Gold-Gameplay, wo ich mich überhaupt nicht unterhalte. Kann man dann ja in einem zweiten Run noch versuchen, vor allem, weil ich das Szenario noch gar nicht kenne. Für mich also auch der erste Versuch. Und ich würde sagen, wir starten mal rein. Regeln des Pokals. Alle Teilnehmer müssen ihr Anmeldeformular sowie eine Briefmarke zum Redaktionsgebäude des Tageskuriers bringen. Vergessen Sie die Briefmarke nicht. Alle Teilnehmer sind Gruppen zugeteilt. Die Gewinner jeder Gruppe gelangen in die nächsthöhere Gruppe und so weiter. Quasi ein normales Turnier. Bis nur noch ein Kandidat übrig ist. Um den Sieg in ihrer Gruppe zu holen, fordern sie 2 Konkurrenten heraus und besiegen sie sie. Auf Wunsch unseres größten Sponsoren, dem Königlichen Philatelistenverein, Philatelistenvereins, geht es in jeder Herausforderung um Briefmarken. Briefmarken erhalten sie, indem sie Post an ihre Bewohner zustellen. Diese überlassen ihnen gerne die gebrauchten Briefmarken. Die Briefmarken liefern sie dann an Briefmarkensammler in dieser Region. Unzustellbare Post. Es sind ziemlich viele Briefe verloren gegangen. Sie erhalten keine zusätzlichen Punkte, wenn sie diese einsammeln, aber das Einsammeln wird ihnen gedankt werden. Außerdem können sie etwas Interessantes entdecken. Haftungsausschluss. Der Tageskurier übernimmt keine Haftung für Schäden durch Piraten. Er übernimmt ebenfalls keine Haftung für jegliche Schäden, die nicht durch Piraten verursacht werden. Also er nimmt überhaupt gar keine Haftung. Okay, ich würde sagen, start mal rein. Ich muss erst den Postbetrieb aufnehmen, bevor ich im Wettbewerb antreten kann. Okay, ich nehme mal an, wir sind das hier oben, das Grasland. Richten Sie ein funktionierendes Postwesen ein. Wir brauchen ein Postamt. Was haben wir denn bis hier? Ein Luftschiffhangar, einen ganz normalen Kontor, ein bisschen Lagerfläche. Wir haben hier Stein, ein bisschen Holzproduktion auch. Okay, alles klar. Also die Basics haben wir. Was stellen wir hier her? Wahrscheinlich Tortillas. Genau. Das sind normale Jornaleros und Obreros. Jawohl. Oh, wobei die erstmal nur Bananen brauchen. Muss also nicht in der Küche verarbeitet werden. Okay, also es ist natürlich wieder ein bisschen angepasst. So, Postdienst. Bauen Sie ein Postamt. Hier haben sie uns aber einen schönen Platz in der Mitte gelassen. Ich würde sagen, da setzen wir mal rein. Weil damit erwischen wir fast alle. Wenn wir es so setzen, kriegen wir hier links nicht weniger, aber rechts ein bisschen mehr. Dann machen wir es doch so. Und
Wir brauchen jetzt erstmal 5 Tonnen Post. Okay, das klingt erstmal machbar. So, ich würde jetzt aber direkt mal die Bretterproduktion ein bisschen mehr anheizen, weil das werden wir auf jeden Fall brauchen. Wir sehen hier, wir haben irgendwie 2-2. Ich würde eher so auf 4-4 gehen. Die Insel sieht jetzt erstmal ein bisschen beschränkt aus vom Platz, weil wir hier halt auch viele Flüsse haben. Das heißt, dafür brauchen wir auch erstmal Bretter, um da anständige Brücken bauen zu können. Es ist natürlich auch spannend, dass dieses Szenario jetzt mit so einer harten zeitlichen Komponente hier mit reinkommt. Das war ja beim letzten Szenario, beim Silbernen Käfig, weniger so. Und 3 Stunden ist auch ein bisschen was anderes als das, was wir beim Silbernen Käfig gebraucht haben. Wobei wir da ja auch verlangsamt unterwegs waren. Also könnte es hier vielleicht doch auch mehr werden. Oh, was ist denn hier? Das sind Siegbedingungen. Das können wir uns jetzt alles abzeichnen. Haben Sie über 10 Postämter gleichzeitig im Betrieb? Sollten wir uns das aufschreiben? Nee, können wir ja jederzeit nachgucken. Schließen Sie das Szenario ab und erfüllen Sie dabei die postbezogenen Lebensqualitätsbedürfnisse zu 100%. Das ist natürlich krass, ne? Und schließen Sie das Szenario ab, ohne eine feindselige Handlung gegen Jean Lafortunes Piraten unternommen zu haben. Da müssen wir mal hoffen, dass wir die ganz gut umschiffen können. Wo waren die denn? Die sind bestimmt wieder recht zentral in der Welt irgendwie unterwegs. Oh, und ich sehe, wir haben Stahlträger. Das ist neu. Sind wir mal gespannt, wo die herkommen. Und wir könnten mal überlegen, auch mehr Lehm zu produzieren. Ach, die haben schon kein Lagerhaus mehr in Reichweite. Dann würde ich sagen, gibt es hier noch ein Lagerhaus neben, damit die hier auch die Produktion beginnen. Wir hätten natürlich das hier auch versetzen können. Wäre vielleicht der klügere Move gewesen. Haben wir jetzt aber nicht gemacht. So sei es. Und wenn wir das jetzt eh schon gebaut haben, dann können wir hier auch die ein bisschen näher ranbauen. Weil dann haben unsere... Oder den setzen wir hier schön in die Lücke rein. So. Post verbessert die Lebensqualität der Bewohner. Wenn sie Post konsumieren, geben sie ihnen gerne die alten Briefmarken, mit denen sie ihre Herausforderungen erfolgreich abschließen können. Klingt sinnvoll. Sinnig, oder? Ein Glück, dass wir mit dem Königlichen Philantistenverein zusammengetan haben. Richten Sie funktionierendes Postwesen ein. Halten Sie in der Region 91% von 50% für lokale Postversorgung. Und wir brauchen mehr Post. Okay, für 5 Minuten müssen wir es halten und wir brauchen das dann. Alles klar. Das heißt, theoretisch brauchen wir mehr Bevölkerung, um das jetzt schnell zu boosten. Ja, aber es ging ja eigentlich auch recht flott. Deshalb würde ich da jetzt gar nicht so den Fokus drauf setzen, sondern würde erstmal hier unsere Infrastruktur ein bisschen weiter stärken. Hierfür brauchen wir Holz, hierfür brauchen wir auch Holz. Wir brauchen erstmal mehr Holz. Das steht fest. Und ich bin am Überlegen, ob wir hier vielleicht sogar noch auf 6 Produktionen erstmal hochgehen. Weil wir haben genug Leute, die arbeiten können. Schließen wir die einfach mit an. Und wir hätten natürlich auch versuchen können, den Trick mit dem Lagerhaus so ein bisschen zu umgehen. Fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich habe das noch nie so gemacht, ne? Dass man den direkten Weg zum Lagerhaus halt verkürzt. Die liefern hier hin und der liefert dann dahin. Da kommt er aber gar nicht ganz hin. Weil hier noch so ein Umweg drin ist. Wenn wir den umbauen zu dem hier, dann müsste das aber gut gehen. Weil der kann dahin liefern, der hier kann auch dahin liefern, ohne Probleme sogar. Wir könnten ihm natürlich jetzt hier einen geraden Weg noch bieten. Dann sparen wir uns quasi hier die Verbindung. Und dann können wir den Kollegen hier noch dran setzen. Das sieht doch erstmal gut aus. So, jetzt haben wir mittlerweile auch ein bisschen was angesammelt. Wir lassen die Post mal so nebenbei passieren erstmal. Und damit wir hier produzieren können, brauchen wir hier tatsächlich ein Warenhaus. Hier wird noch eine Straße rausgeführt, sehr gut, die wir dann auch benutzen können. Und hier hinführen. Und dann planen wir hier direkt schon mal die hin. Beziehungsweise die kommen natürlich direkt hier neben. Machen wir es mal so.
und dann kommt das Warenhaus hier gegenüber. Weil im Normalfall sollte hier unsere Lehmgrube ja direkt an die Ziegeleien liefern und die Ziegeleien dann ins Lagerhaus. Okay, das sieht erstmal gut aus. Wir sind auf dem Weg. Wo sind denn unsere aktuellen Aufgaben? Finden wir hier. Sieht gut aus mit der lokalen Postversorgung. Schauen wir uns doch mal gerade hier die Produktion an von Post. Regionale Post, lokale Post. Wir produzieren 7, wir brauchen 4. Regionale Post wird noch erzeugt. Das ist ja wieder, um das über Inseln freizuschalten. Ne? Das Ding ist, das habe ich in den Tipps vor dem Szenario gelesen, dass wir neue Inseln nur besiedeln können, wenn wir dafür quasi so eine königliche Marke oder so gewinnen. Da ist verlorene Post. Das habe ich auch gelesen. Die kann man einsammeln. Das wird ein Spaziergang. Und kann die dann versuchen abzuliefern an irgendeinen Competitor oder an eine Person, der das wirklich gehört irgendwie. Ich verstehe es halt noch nicht ganz, was hier alles auf uns zukommen wird. Das wird sich dann noch mit der Zeit zeigen. Aber ich glaube, ein bisschen erkunden ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. So, wir haben 11 lokale Briefmarken. Wie produzieren wir denn Stahlträger? Finde ich schon mal interessant. Eisenmine, Kohlemine und dann Hochofen. Bauxit, Helium. Wo haben wir denn Eisen? Hier hinten. Und Kohle auch da hinten. Also müssen wir so als einer der nächsten Schritte versuchen, hier mal rüberzukommen. Das sind aber 2 Brücken. Ah, was kostet das? 20... Bereit für Ihre Lieferung? 20... Dings kostet das so ungefähr 20 Holz. Zumindest so im Normalen, wenn man über so ein Ding geht. Ungefähr. Das heißt, wir brauchen davon noch ein bisschen was. So, wir haben eine neue Insel entdeckt. Noch habe ich sie nicht entdeckt, habe ich das Gefühl. Doch, hier haben wir... Da sind die Piraten. Gut, die schon mal lokalisiert zu haben. Ach, das ist aber nur eine kleine Stellung der Piraten. Okay. Das ist natürlich problematisch, wenn die jetzt noch mehrere Stellungen haben. Das Gute ist ja, was mir jetzt direkt einfällt, wenn wir hier so eine Handelsroute machen, die wir ja bestimmt brauchen werden, können wir ja so sagen, wie die fliegen soll. Und dann können wir hoffentlich die Piraten ganz gut umfliegen. Das wäre zumindest meine Wunschvorstellung dahinter. Und wir haben jetzt natürlich richtig gutes Baumaterial zurückgelassen. Das hätten wir besser hier behalten. Weil damit hätten wir ja hier schon richtig Brücken ziehen können jetzt. So, sehr schön. Genug lokale Briefmarken haben wir erzeugt. Sind hier ja auch fleißig dabei. Ich frage mich gerade, ob wir das jetzt wirklich schon weiter ausbauen sollten. Ah, stimmt. Die Postämter geben ja auch geben Lagerplatz. Du bist auch eine Insel von den Piraten. Das wird ein Spaziergang. Die sind natürlich auf einer zentralen Fahrt unterwegs. Okay, aber die 2 kriegen wir ja schon mal umschifft. Ich glaube, das müssen wir halt jetzt erstmal ein bisschen Trial and Error rausfinden, wo die so sind. So, und die 2 Minuten theoretisch abwarten. Aber wir können ja in der Zeit schon mal was anderes Sinnvolles machen. Ich glaube halt, diese Stahlträgerproduktion, das ist schon eine essentielle Sache. Wir haben bisher noch kein Eisen und noch kein Kohle. Oh, Schiff ist schon wieder unter Beschuss. Was machen wir jetzt? Okay, das scheint das dicke Ding zu sein. Oh, oh. Unser Schiff ist gleich kaputt. Wir brauchen auf jeden Fall einen Reparaturkran. Haben wir sowas? Repariert ein Reparaturkran auch Luftschiffe? Kann man das hier irgendwie bauen? Pendlerstation. Item Terminal. Oh, wir können keinen Reparaturkran bauen. Wie reparieren die sich? Bereit für Ihre Lieferung? So, die Insel sieht friedlich aus. Und hier haben wir noch verlorene Post. Die sammeln wir auf jeden Fall schon mal ein. Wie reparieren wir denn unser Flaggschiff jetzt? Weil halbes Leben schon weg ist natürlich auch erstmal ganz schön viel. Wir sammeln das hier jetzt erstmal flott ein. Komm, wir gehen mal auf normale Geschwindigkeit, wenn wir jetzt eh gerade nur hier warten.
So. Verlorene Post eingesammelt. Finden Sie heraus, wem das Schriftstück ungewöhnliches Geständnis gehört und liefern Sie es ab. Können wir das nicht irgendwie und lesen? An wen soll der gehen? Ich möchte diesem Geständnis vorausschicken, dass ich mich der Sache auch weiterhin uneingeschränkt verpflichtet fühle. Doch leider muss ich zugeben, dass mein Gewissen zu plagen beginnt. Ich war es, der das Bombenattentat auf die Bank von Bright Sands angeordnet hat. Vom philosophischen Standpunkt aus betrachtet eine absolut gerechtfertigte Tat, wie jeder vernünftige Mensch einsehen wird. Und doch kann ich diese tief verwurzelten Gefühle von Mitleid und Schuld nicht abschütteln, obwohl ich weiß, dass es bürgerliche Fesseln sind, welche Männer der Tat vom gerechten Handeln abhalten. Okay. Das scheint also einer unserer Mitbewerber noch zu sein, dem das jetzt gehört. Lass mich schnell die Hand abwischen. Ah, wir haben den alten Nate gefunden. So, alles weg. Bist du einer unserer Konkurrenten oder bist du Handelspartner? Du scheinst Handelspartner zu sein, wie immer. Sehr schön. Das freut mich. Unsere Konkurrenten könnten natürlich hier in den Ecken auch sitzen, auch eine ähnliche Insel haben. Wäre eine faire Sache so. So. Und da unten schauen wir dann weiter. Okay. Mittlerweile haben wir hier einiges an Holz angesammelt und ich würde jetzt erstmal versuchen, hier mit Straßen rüberzukommen. Zack, genau 20 Holz, wie ich es predicted habe. Aber dass es genau 20 waren, war mir jetzt tatsächlich nicht bewusst. Aber das heißt, wir kommen mit den 40 Holz, die wir jetzt quasi noch hatten, hier hin. Können hier aber noch nichts hinsetzen. Wir können es aber ja schon mal hinplanen. Hä? Hier ist Eisen verkommen. Mine bauen. So, zack. Kohle. Und dann kommt hier natürlich ein Lagerhaus hin. Hier kommt natürlich eine Feuerwehr hin. Ich rode hier sogar mal ein bisschen in den Wald, damit wir hier ein bisschen anständig sehen können, was passiert. So. Versuchen Sie, den rechtmäßigen Gewinner des Bart des Jahres zu finden und überreichen Sie den Preis. Bart des Jahres könnte natürlich hier unser Herr sein. Herzlichen Glückwunsch. Nach reiflicher Überlegung hat die Jury des Internationalen Vereins zur Förderung der Gesichtsbehaarung beschlossen, Ihnen den Preis für den Bart des Jahres Vergessen zu überreichen. Sie nicht Ihr Anmeldeformular beim Tageskurier. Die Jury hat sorgfältig... Es ist der riesige Wolkenkratzer. Sie können ihn nicht verfehlen. Okay. Die Jury hat sorgfältig Geschmeidigkeit, Sauberkeit, Weichheit, Größe, Form und was am wichtigsten ist, die Dichte zahlreicher berühmter Bärte geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass Ihr Bart den Preis gewonnen hat. Wen kenne ich mit preisverdächtiger Gesicht stattlicher als ein Frachtdampfer? Oder? Also der alte Nate wäre dafür ein Kandidat, finde ich. Sollen wir es einfach mal probieren, dem was das jetzt zu geben? Jetzt? Wir geben jetzt mal dem Nate den Bart des Jahres. Ich finde nämlich, der hat einen sehr schönen Bart. So, und jetzt hatten wir hier, dass wir das Anmeldeformular abliefern müssen. Und das ist natürlich ein dickes Ding noch. Deshalb sollten wir unser Flaggschiff, wenn es hier beim alten Nate war, auch direkt hochschicken. Die Frage ist, haben wir lokale, das sind lokale Briefmarken. Easy. Okay, haben wir. Als ein Frachtdampfer, oder? Und das Anmeldeformular? Wo kriegen wir das her? Ich bin ein netter Kerl, aber kein Idiot. Ja. Ah. Mit einem falschen Schnäuzer. Ein Journalero. Müssen wir die bei uns suchen? Hat er gesagt, er erkennt einen Journalero damit? Naja, so, egal. Wir müssen jetzt erstmal hier drum einen Bogen machen. Und dann würde ich sagen, erstmal zurück zu uns. Ich bin in einer Minute da. Die Frage ist, hat er jetzt gecheckt? Ja, ne? Mit Shift war Schiffe an zwei Orte schicken. Okay, gut. Dann warten wir quasi, bis der hier ist. Oh, Alter, wir haben mittlerweile eine richtig schöne Holzproduktion. So, und können hier in der Zwischenzeit weitermachen.
Was haben wir hier noch? Helium-Einschluss. Ja, brauchen wir natürlich auch noch. Gut, dann erstmal das Lagerhaus, dann die zwei, dazu noch die Feuerwehr. Und dann können wir direkt mal in Richtung Hochofen noch überlegen. Theoretisch zwei Hochöfen, die wir dran setzen können. Why not, ne? Ah, machen wir erstmal nur einen wegen der Arbeitskraft. Genau deshalb. So. Und damit haben wir jetzt hier theoretisch auch ein weiteres Lehmvorkommen erschlossen. Das wir natürlich nutzen könnten. So, hier sind wir gut dran vorbeigeflogen. Regeneriert er selber Leben? Sehe ich irgendwo die Lebenspunkte? Genau. Trefferpunkte da. Ja, der regeneriert sich selber. Das ist good to know. So, und das Anmeldeformular müssen wir jetzt, glaube ich, auch dann wirklich mal zeitig abgeben. Und das wollte ich ja eigentlich nachgucken. Wie kriegen wir denn das an? Holen Sie von Ihrem Konto ab und legen Redaktionsgebäude des Tageskuriers Anmeldeformular. Ist es eine friedliche Insel? Was machen wir jetzt? Oh nee, nee, es ist keine friedliche Insel. Schiff unter Beschuss. Bin schon in der Luft. Okay. Aber, das heißt, wir haben hier ein Anmeldeformular drin. Anmelde. Hä? Finden Sie in Ihrem Kontor. Hier haben wir Inselbesitzurkunden. Ich sehe hier keins. Naja, okay, gut. Wir düsen zurück. Wir haben hier die zwei Questdinger noch. Gut, ich kenne die Leute halt noch gar nicht. Deshalb würde ich mal warten damit noch. Vielleicht laden wir das auch erstmal aus. Nein, wir können auf jeden Fall mal hier unsere Ressourcen ausladen. Weil die brauchen wir jetzt wirklich gar nicht unterwegs. Die machen uns ja sogar noch langsamer. Das muss wirklich nicht sein. So. Das wird ein Spaziergang. Okay, wir laden die zwei aus. Das behalten wir drin. Ich würde jetzt gerne das... Aha. Jornalero sträubt sich. Okay. Ich habe auch gar nicht gesagt, dass ein Jornalero die kriegt. Ich habe aber gehört, dass der Kaiser von Enbesa zu Besuch ist. Boah, der Kaiser von Enbesa. So, aber wo ist das Anmeldeformular? Finden Sie in Ihrem Kontor. Das ist ein Luftschiffhangar. Das ist kein Kontor. Stattlicher als ein Frachtdampfer, oder? Also, hiervon können wir eine auf jeden Fall einpacken. Also, bin ich gerade blöd? Hier steht, das Anmeldeformular befindet sich in Ihrem Kontor. Holen Sie von Ihrem Konto ab und liefern Sie an das Redaktionsgebäude ein Anmeldeformular. Bereit für Ihre Lieferung? Ist ein Item. Ich bin ja doof. Ich bin ja blöde. So. Hier, das ist keine Flakstellung. Das heißt, wir können... wo war es denn? Ach, war näher dran. Wir können direkt hier hindüsen. Und wir sehen, hier sind schon andere Schiffe. Wettstreiterschiff, Wettstreiterschiff und Wettstreiterschiff. Aber der König von Enbesa war da jetzt nicht dabei. Sind die alle jetzt schon am Start? Sind die alle schon in der... richtig dick in der Produktion unterwegs oder was? Das wäre natürlich belastend. So, hier die Ziegeleien könnten wir überlegen, mal auszulagern, damit wir hier weiter expandieren können. Könnten wir zum Beispiel hier hinten zu den Ziegeleien bauen. Kostet 2500. Aktuell haben wir das Geld. So. Oh, hier haben wir eine Ziegelei ja noch gar nicht ausgebaut. Dann machen wir das mal noch. Das können wir uns nämlich noch gut leisten. Bart des Jahres? Der ist ganz sicher nicht für mich. Ob Sie es glauben oder nicht, die haben mich schon vor Jahren wegen haarsträubender Berichterstattung disqualifiziert. Guter Nachrichten. Weitaus feinere Gesichtsbehaarung. Vielleicht ist Sir Archibald der Empfänger. Also, die geben ja Tipps.
packen Sie sie ein und schaffen Sie sie vor den Konkurrenten zu den Briefmarkenfreunden. Alles klar. Für mich klingt das nach einem famosen, völlig normalen Wettbewerb. Paloma Valente sind wir. Wir sind in Gruppe 7. Konkurrenten Wibblestocks, Postunternehmen des tollpatschigen Sonderlings. Steckt voller Gaunereien und Täuschung. Mhm. Feldbesteller, Spezialisten in Sachen Belieferung abgelegener Orte. Diese Unternehmen kennen sich mit schwierigen Zustellungen aus. Mensajeros Tradicionales, ein älteres Postunternehmen, das älteste Postunternehmen der Welt. Okay. Fordern Sie die Konkurrenten Ihrer Wahl heraus, eine Herausforderung nach der anderen, bitte. Herausforderungen beinhalten die Lieferung von Briefmarken an einen unserer philantistischen Freunde hier in der Region. Gewinnen Sie zwei Herausforderungen. Sorgen Sie für einen Postverkehr zu Ihrer Insel. Dann können Sie die alten Briefumschläge einsammeln und die Briefmarken ablösen. Das ist überhaupt nicht verwerflich. Ich mache das ständig. Warten Sie nicht zu lange, bis Sie Ihre Herausforderungen beginnen, sonst können andere Wetterstreiter uns zuvorkommen. Okay. Gut. Wir haben jetzt hier eine Anmeldung Phase 1 und eine Inselbesitzurkunde. Wollen wir diese Insel besitzen? Ich weiß halt gar nicht, was jetzt gerade klug ist. Da unten ist halt eine gute Insel, ist aber arschweit weg. Hier haben wir Baumwolle. Haben wir hier auch Baumwolle? Hier haben wir auch Baumwolle. Dann finde ich diese Insel hier deutlich attraktiver. Wie besiedeln wir die denn? Ich sehe hier gar keinen Platz für ein Konto. Wahrscheinlich mit dem Luftschiff. Okay, dann fliegen wir nochmal zurück. Besiedeln sie... mit einem Lufthafen. Wählen Sie einen Konkurrenten aus, um ihn herauszufordern. Da sehe ich mich jetzt... Wollen wir das direkt machen? In der ersten Phase haben wir 64 Mitstreiter. Okay. Also wir können die jetzt herausfordern, ohne was zu haben. Wir haben bisher halt sehr viele lokale Briefmarken. Das erste wird ja wahrscheinlich auch eher für lokale Briefmarken sein. Wäre jetzt meine Vermutung. So, wir laden das hier aus. Wir laden den auch erstmal aus. Den Bart des Jahres können wir ja mal mitnehmen. Die Inselbesitzurkunde auch. So, und hiervon würde ich erstmal 2 Stacks einpacken. Ja, und dann tatsächlich hier die Stahlträger nochmal mitnehmen. Wir lassen den Bart des Jahres hier und nehmen stattdessen noch ein bisschen Ziegelstein mit. Vielleicht brauchen wir den ja auch zum Siedeln. So, und dann fliegen wir mal hier rüber. So, ich würde jetzt einfach mal starten. Okay, die beeinflussen uns. Zusatzeinkommen minus 10. Zusatzeinkommen minus 2. Zufriedenheit minus 2. Das gefällt mir hier erstmal. Geld einzusparen gefällt mir erstmal am besten. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Kein Weiler und keine Schäferhütte ist zu abgelegen für die Feldbesteller-Kooperative. Verkaufen Sie per Handel 20 lokale Briefmarken. Oder an wen? So hierhin? Diese Finanzunterlagen sind das reinste Durcheinander. Was machen wir? Halt, stopp. Flieg nochmal zurück, bitte. Sie mit Ihren verrückten Ideen. Hier müssen wir hin verkaufen. Okay, dann machen wir das wirklich als erstes. Ne? Also wir lassen ein Stack Holz hier. Den Rest lassen wir drin und nehmen 20 lokale Briefmarken mit. Das ist ja locker gemacht. Wenn wir darüber die Welt auch ein bisschen erkunden, sage ich auch nicht nein zu. So, 20 lokale Briefmarken. Zack, und jetzt fliegen wir erstmal zu Bente. Nach Yorktown. Überhaupt nicht verliebt in sich selber. Okay, wir sind gut unterwegs. Bananen, alles easy. Lokale Post, alles easy. Lokale Briefmarken. Und wir waren hier am Umbauen. Wir könnten jetzt mal überlegen, die Sägewerke auch wo ganz anders hinzustellen. Wir haben mittlerweile die Ressourcen, um sagen zu können, wir bauen zum Beispiel hier noch ein Lagerhaus hin. Hier zum Beispiel. Gefällt mir von der Gradigkeit irgendwie ganz gut. Und dann alle hier hin zu versetzen, kostet 500. Ist es einfacher, wenn wir die neu bauen? Kostet auch 500, nee. Also es ist wie ein Neubau.
dann versuchen wir es doch ressourcenschonend zu machen und setzen hier rüber. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir dann diese verkürzten Handelswege nicht mehr haben, ne? Die ich vorhin etabliert hatte. Und ich sehe, wir sind auch bei 30 Minuten. Ich würde sagen, dann schließen wir jetzt gleich noch unseren ersten Trade ab. Und dann sehen wir zu, dass das die erste Folge war. Bin mal noch gespannt, ob das jetzt ohne Probleme abläuft oder ob es dafür jetzt noch irgendwas braucht. So, und du kannst jetzt nicht mehr direkt dahin liefern. Das verstehe ich auch. Vielleicht versetzen wir das dann einfach nochmal hier in die Mitte. Schließen dich hier an. Da müsstest du ja hinkommen. Sparen wir uns diesen Weg. Und der Weg geht jetzt auch hier entlang. Und dafür kann alles ab hier weggespart werden. So, wir sind angekommen. Dann handle ich jetzt mit Bente. Und zack. Habe das damit geschafft. Das hier muss jetzt halt noch geschafft werden. Und dann ziehen wir weiter, eine Insel zu besiedeln. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder, wenn wir unsere nächste Insel besiedeln und dann wahrscheinlich auch schon die nächste Herausforderung aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.